Überraschungssieger stellt neuen Halbmarathon-Rekord auf. Kenianer Eric Kiptanui gewinnt 38. Berlin Halbmarathon in Rekordzeit. Berlin, 58 Minuten und 42 Sekunden hat der Kenianer Eric Kiptanui für die 21,0975 Kilometer lange Strecke gebraucht. Damit hat er am Sonntag beim Berliner Halbmarathon einen neuen Rekord aufgestellt. Bisher lag der Streckenrekord bei 58 Minuten und 56 Sekunden. Der Sieg ist überraschend. Die Favoriten waren eigentlich Vorjahressieger Gilbert Masai und Richard Mengich, der das Rennen 2016 gewonnen hatte. Dieses Jahr musste sich Masai mit dem vierten Platz, 60 Minuten und 38 Sekunden, zufrieden geben. Mengich wurde Dritter, 60 Minuten und 36 Sekunden. Den zweiten Platz sicherte sich Emmanuel Kipruno, 60 Minuten und 30 Sekunden. Der deutsche Mittelstreckenexperte Humi Yutesfay wollte beim Berliner Halbmarathon am Sonntag den deutschen Uraltrekord angreifen. Vor 25 Jahren hatte der Leipziger Carsten Eich mit der Bestmarke von 60 Minuten und 34 Sekunden das Rennen in der Hauptstadt gewonnen. Er kam nach 62 Minuten und 13 Sekunden als Achter ins Ziel gelaufen und verpasste damit den Uraltrekord für den größten deutschen Halbmarathon. Verzeichnen die Veranstalter die Rekordzahl von 36.000 Meldungen. Darunter ist auch der ehemalige Bundesliga-Profi Hans Sarpay. Nach dem tödlichen Zwischenfall in Münster, hatte die Polizei die laut Berlins Innensenator Andreas Geisel, extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen, noch einmal überprüft,